Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus armen Verhältnissen, geboren in einer armen Stadt, in einem armen Land. Und mit 28 haben Sie so viel Geld, dass Sie es nicht einmal zählen können. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Ich bin Steve Murphy, DEA, Drug Enforcement Agency. 1979 trugen die bösen Jungs, die wir jagten, Flipflops. Was haben wir denn hier, hä? Ja, was ist das, hä? Als ich bei der DEA anfing, war der Fund von einem Kilo Gras schon ein Grund zum Feiern. Und plötzlich beschlagnahmten wir an einem Tag 60 Kilo Kokain. An die Stelle der Hippies waren die Kolumbianer getreten. Und die trugen keine Flipflops. Noch wussten wir nicht, dass wir Zeugen der Gründung des berüchtigten Medellin-Kartells waren. Da war José Rodríguez Gacha, die Ochoa-Brüder und zu guter Letzt Pablo Escobar. Aber plötzlich verdienten die Narcos 5 Milliarden Dollar im Jahr. Und das konnte Amerika nicht hinnehmen. Was immer hier geschieht, ich bin immer dabei. Ich hoffe, Sie wissen, was das heißt. Im Krieg sind gut und böse eine Frage des Standpunkts. Das war mein Krieg. Ihre Partei hat von Escobar Geld angenommen. Alle haben Geld angenommen. Übrigens ist das amerikanisches Geld. Wenn ich eins aus der Welt der Narcos gelernt habe, dann, dass das Leben komplizierter ist, als man glaubt. Wir hatten keine Ahnung, worauf wir uns da eingelassen hatten.